weniger als 1 Euro für Reisnudeln und Curry. Wow, man kann das richtig erkennen. Gehirnfrost. So einen perfekten Maiskolben habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß jetzt schon 10 von 10 für dich, ohne dass ich es gegessen habe. Ich bin fühlt sich so falsch an, auf den Schienen zu laufen, weil man weiß ja, dass hier auch ein Zug lang fährt. Guten Morgen, meine Lieben, ich bin Sophia. Und ich bin Daniel. Und wir sind in Thee Highland in Bangkok. Und wir werden heute uns zusammen alle möglichen Märkte anschauen und da ganz viel Streetfood essen. Und wir sind gerade als erstes auf dem, glaube ich, bekanntesten und besondersten Markt in Thailand und in Bangkok. Und zwar ist das der Mai Khong Wai Wai Market. Ah, jetzt weiß ich, welcher Markt das ist. Hier fährt der Zug durch den Markt und wir müssen Platz machen, ne? Daniel, wir sind gerade 1 Stunde hergefahren und du wusstest gar nicht, wohin wir fahren. Ich vertraue euch einfach, entschuldige. Martin, Daniel wusste einfach nicht, wohin wir gehen. Da sieht man mal, wer hier die Planung übernommen hat, ne? Ohne uns wärt ihr nicht mal hier. Wir haben keine Mitbestimmung, vielleicht. Warum fahren wir überhaupt zu? So, ich zeige euch erstmal den Markt. Wir sind auch erst gerade eben angekommen. Und zwar sind hier die Schienen. Wir machen auch gerade schon welche Fotos. Und in die Richtung sieht man das ein bisschen mehr, dass dort dann wirklich direkt die Stände sind. Und dort fährt dann auch später der Zug durch. Das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Hier drumherum ist auch sehr, sehr viel. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Inseln. Wir waren ja gestern nur in der Bangkok-Innenstadt eher. Und da werden wir gleich auch schauen. Aber erstmal gehen wir jetzt auf den Markt. Also, let's go! Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Klamotten. Das sieht auch eigentlich immer sehr nice aus. Oh, guck mal! Einfach ein ganzer Beutel voller Mangos für 100. Oh nein! Wir haben gestern dafür einfach 310 gezahlt. Also ich bin ehrlich, ich dachte, das wäre sehr, sehr teuer hier, weil das ja ein Touristenmarkt ist. Aber ich glaube, wir haben noch eine ganz gute Zeit erwischt, weil der Markt gleich schon schließt. Und ich habe gestern für diese Früchte 310 bezahlt und das ist ja weniger als die Hälfte hier. Also ist es doch wohl relativ günstig. Fühlt sich so falsch an, auf den Schienen zu laufen, weil man weiß ja, dass hier auch ein Zug lang fährt. Ich frage mich, was das ist. Hier gibt es so ganz viel getrockneten Fisch. Das ist ja auch eine Spezialität in Thailand. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch diesen Urlaub probieren. Schaut mal, hier ist so ein bunter Vogel. Hast du was zu essen gefunden? Also Leute, es hat leider schon viel zu, aber wir haben jetzt hier noch einen Foodshake-Stand gefunden. So sieht der aus. Und der hat noch auf. Hier gibt es Foodshakes, die auch ziemlich günstig sind. Ich nehme einen Mix-Foodshake und weißt du schon, welchen du nimmst? Ich nehme einen Papaya. Ich habe hier noch keine Papaya gegessen, aber das sieht verdammt lecker aus. Okay, dann lass mal bestellen. Can I have one Mix-Foodshake? Okay, I need one. For me is Papaya. Unsere Foodshakes sind jetzt da. Das ist Daniels erster Foodshake. Ja, auf leeren Magen heute, obwohl es schon 17 Uhr ist oder so. Ja, wir sind so dumm. Ja, probier. Boah, ist nice. Jetzt weiß ich auch, was wir vergessen haben. Wir haben nämlich vergessen, ohne Zucker zu bestellen. Das wollte ich gerade sagen. Ganz schön süß, du. Also die sind auf jeden Fall süß, aber ich glaube, hier ist noch Zucker drin. Ich habe übrigens mal mit Ananas. Aber so süß sind die auch nicht. Boah. Und was habe ich noch drin? Mango. Ananas. Boah, ich habe jetzt schon Gehirnfrost. Wollen wir mal tauschen? Deiner ist auch lecker. Ich finde deinen sogar leckerer. Ich glaube, Papaya kann man besser so essen. Ich finde den super lecker, aber bei dir kommt die Ananas geil raus. Wir sind so aufgeregt, wir sehen doch einen Zug. Hier haben die zum Beispiel extra so einen Tisch gebaut und den schieben sie dann einfach rein, damit das einfach viel schneller geht. Also richtig, richtig schlau. Guck mal, wie nah der Zug ist. Ich krieg richtig Angst. Ich krieg so Schiss, oh mein Gott. Hello.
Also ihr habt ja gerade gesehen, wie der Zug hier einfach vorbeigefahren ist. Der war so nah dran. Ihr seht hier, die Stände sind einfach schon wieder draußen. Und normalerweise sind das halt noch viel, viel mehr. Ich glaube, dann ist der Effekt noch mal krasser. Aber ich hatte so Angst, ne, dass der Zug mich überfährt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das hier jeden Tag machen. Es wäre einfach viel einfacher, diesen Markt woanders hinzusetzen. Oder einfach mal 2 Meter weiter rein. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich auch eine richtig nice Touristenattraktion, muss man einfach sagen. Aber die Schienen kann man dann normalerweise so hin und her schieben. Sieht man das? Hier so. Und dann ist der hier vorne, der Stand. Dann kann man alles sehen. Und wenn der Zug kommt, einfach von der Schiene reinschieben. Voll gut. Killer. Daniel spendiert jetzt eine Kokosnuss. Wir sind alle ein bisschen weiter gegangen. Eine Kokosnuss kostet 25 Baht. Ja, boah, die ist auch voll. Ey, guck mal, die ist randrand. Wow! Obwohl da was rausgelaufen ist, ne? Randvoll! Ey, die ist viel intensiver als gestern. Wir müssen mal gucken, ob der innere Teil weich ist. Jo, da sind die guten, wenn die weich sind und viel Flüssigkeit drin haben. Ich habe jetzt auch meine Kokosnuss und die anderen beiden hier auch. Und die ist wirklich echt sehr, sehr lecker. Ich habe gefühlt schon alles ausgetrunken, weil ich so Durst hatte. Party! Hier wird es jetzt richtig voll und laut. Killer. Hier ist Party am Start. Geiler Typ, der hat sich einfach gefreut. Der hatte keine Szene mehr, aber war glücklich. Also das Fruchtfleisch kann man hiervon auch essen, das ist super weich, schmeckt einfach lecker. Und jetzt gehen wir mal auf diesen Food Market nebenan, weil da sieht es aus, als würde es echt sehr, sehr viel nice Shit geben. Jetzt auf diesem Street Food Market ein Curry gekauft und hier sind einfach nur Locals, also ganz, ganz wenig Touristen. Das merkt man auf jeden Fall auch am Preis. Das Ganze hat jetzt 30 Baht gekostet. Das ist weniger als 1 Euro. Weniger als 1 Euro für Reisnudeln und Curry. Ich weiß nicht genau, was das für ein Curry ist. Ich habe versucht zu fragen, aber die konnten kein Englisch. Deswegen war es auch ein bisschen schwierig zu bestellen. Ich wollte erst Reis haben, aber jetzt habe ich Reisnudeln. Dann probieren wir mal was Neues. Und hier sind auf jeden Fall verschiedene Fleischsorten drin. Also ich glaube, hier ist noch so, ist das Leber, also ich glaube schon, ne? Dann haben wir noch ganz viel Hähnchen, also wirklich viel Hähnchen. Und dann haben wir hier noch Paprika. Das ist so eine besondere Zucchini hier, die ist rund, die ist richtig geil. Und ich bin auch gespannt, wie scharf das ist, weil es das konnte ich jetzt ja gar nicht sagen. Also es sieht sehr gut aus. Oh, es ist gar nicht warm. Was? Es ist kalt, also kühl. Es ist scharf. Es ist wirklich scharf. Aber bisher geht's. Ich habe ja auch erst ein Stück gegessen. Ich glaube, hier wird es richtig scharf, oder? Es ist wirklich scharf, aber es geht. Also es ist jetzt nicht, dass man es nicht essen kann. Probieren wir jetzt auch die Nudeln mit der Soße. Ist die Soße denn warm? Nee, also es ist irgendwie alles kalt. Also, obwohl so lauwarm. Aber das Ding ist, die Locals kaufen hier auch. Deswegen habe ich jetzt nicht so Angst, dass ich hier gleich Lebensmittelvergiftung hoch 13 bekomme oder so. Wir werden morgen sehen. Es ist schon echt extrem lecker. Außer hier so mit Thai-Basilikum. Ich feiere das ja total. Es schmeckt einfach so lecker und für den Preis. Willst du probieren, Daniel? Also die Nudeln mag ich ja sowieso. Und ein Stück Leber. Weil Leber mag ich auch. Boah, Riesenportion. Ist echt so scharf? Je mehr man isst, desto schärfer wird es. Ich dachte, es wäre schärfer. Scharf ist es, Alter. Scharf ist es. Aber das Lustige ist, ich glaube, das ist das einzige Gewürz, was drin ist. Nur Chili. Ist nichts anderes drin. Doch, Thai-Basilikum. Ja, okay. Ich muss sagen, es ist in Ordnung. Wenn ich was wählen könnte, würde ich was anderes nehmen. Ja, okay, aber für unter 1 Euro? Für unter 1 Euro ist das krass. Ich habe jetzt nur den Geschmack bewertet, nicht wegen Relation. Okay. Also für unter 1 Euro ist das eine heftige Portion. Das werde ich mir jetzt noch schmecken lassen und dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes bekommen. Wir sind jetzt am nächsten Stand und ich glaube, das wird der interessanteste Stand überhaupt, denn hier gibt es einfach Grillen und Maden und Heuschrecken. Und Leute, ich hole davon jetzt was und dann probieren wir das. Und wir zwingen Daniel, dass er das auch probieren muss. Willst du nicht essen, Daniel? Und alle, die Lust haben, dürfen auch probieren. Nein, nein, ihr habt gesagt, Skorpion, ja, alles andere nein. Schaut mal, hier sind so, ich weiß gar nicht, was sind das denn? Was ist das? Das sind Mehlwürmer. Mehlwürmer, die sind aber riesig. Die sind so Heuschrecken. Doch, 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 ja, Daniel. Thank you. Wow, man kann das richtig erkennen. Einfach komplett? Ha? Ja. Ah, okay. Okay, eins, zwei. Als ob es die Deutsch versteht. Einfach komplett. Niam, niam, niam.
Willst du noch was anderes ausprobieren? Das schmeckt wirklich so ein bisschen mehlig. Willst du noch Heuschrecke probieren? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht. Du wolltest auch was probieren. Ich probiere auch was, ja. Guck mal. Da kommt so Öl drauf. Schaut mal, Leute, hier ist so eine Hühnerfußsuppe. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Thailänder eher früher essen, weil hier schließt alles relativ früh. Man kriegt so spät abends gar kein Essen mehr. Also deswegen ist es hier auch nicht mehr so voll. Aber wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch einen Spot finden. Und dann gehen wir auch auf einen anderen Foodmarket, damit ihr hier ordentlich was zu sehen bekommt. Bevor es zum nächsten Markt geht, habe ich noch was richtig Cooles für euch. Und zwar gibt es vom 6. bis zum 9. 45% auf Bestseller bei My Protein, also ab morgen, ab Montag. Schreibt euch das schon mal in den Kalender, denn ihr könnt einiges sparen. Was ich mir mit in den Urlaub genommen habe, sind auf jeden Fall ein paar Riegel und Snacks. Es gibt so, so viele bei MyProtein und das hier ist mein absoluter Lieblingsriegel. Das ist der Layered Bar in Birthday Cake. Ich blende euch hier aber auch noch die Seite ein. Ihr seht, es gibt so, so viel. Was sich auch immer lohnt mitzubestellen, ist Kreatin und das Clearway. Das habe ich natürlich auch im Urlaub dabei. Kreatin unterstützt euch beim Muskelaufbau und Clearway, damit deckt ihr einfach euer Protein, was ja auch wichtig für den Muskelaufbau ist und auch wichtig in der Diät. Ist leider nicht in der Aktion enthalten, es ist immer ausgeschlossen, aber es lohnt sich wirklich. Mojito ist meine Lieblingssorte. Und was ich auch dabei habe, sind meine Vitamine. Einmal ZMA, Omega-3, Vitamin D3 und Kurkumin. Einmal noch was für die Haut, nämlich Kollagen und den Skin Glow. Das nehme ich täglich, aber es gibt auch noch viele weitere Vitamine. Also schaut gerne mal vorbei, sichert euch die 45%. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Foodmarkt. Hat jetzt hier einen Stand entdeckt und zwar sah das so aus. Wie sah das aus, Daniel? Erzähl mal. Also es sieht aus wie Toast, aber als Milchbrötchen und dann grillen die das über offenem Feuer an und dann gibt es da Schoko, Erdbeere oder noch irgendwas da drauf. Aber das Brot ist so richtig, richtig fein. Das sieht irgendwie voll interessant aus. Wollen wir holen? Welche Sorte? Ja, lass einfach Schoko nehmen. Für 5 Baht. Was ist das überhaupt? Wir haben uns jetzt hier so einen Buttertoast geholt. Oh, wir sind hier direkt an der Straße, deswegen rede ich einfach mal sehr, sehr laut. Und zwar hat ein Brot nur 5 Baht gekostet und wir haben jetzt doch noch ein zweites genommen. Einmal haben wir hier das mit Butter und dann war da noch irgend so ein, ich weiß nicht, ob das Honig war oder da noch Zucker drauf, also ganz viele verschiedene Sachen. Und dann haben wir das mit Schokolade genommen. Ich bin ja voll der Nutella-Fan, deswegen mal gucken, wie das schmeckt. Die neben uns haben wir irgendwie so 10 Stück mitgenommen oder so. Also wir waren Was sind auch 5 Baht? Ja, kleiner Abnehmer. Probier mal. Du guckst nur neidisch rüber, Alter. Ich liebe das. Wollt ihr auch mit probieren? Ich bin ja. Gut. Willst du? Einmal arbeiten. Mit Schokolade. Ist so krass und dann kommt die Schokolade, ne? Boah, das ist geil. Und das mit 5 Baht. Krass, ey. 5 Baht? Und dann das mit Butter. Oh, jetzt habe ich hier voll die Butterseite angefasst. Butter und Zucker. Was ist geiler? Schoki oder Butti? Butter? Ich wusste es. Gut, dass wir das noch genommen haben. Dann willst du auch mal testen? Auf jeden Fall. Erst das mit Schoki? Erst mit Schoki, alles klar. Boah, geil. Das Brot ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist viel krasser, ne? Ja. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich so wie Mehlbrötchen, aber nee, überhaupt nicht. Boah, das ist aber mega. Die haben hier so richtig branchende Butter. Boah, das riecht nice. Das ist kein Honig, das ist irgendwas anderes. Boah, das ist lecker. Aber es ist kein Honig. Aber also man schmeckt irgendwie so was Butteriges, aber es schmeckt nicht nur nach Butter. Aber es schmeckt richtig geil einfach. Also das ist wirklich viel besser als das mit Schokolade. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Also echt heftig. Boah, die war wirklich hammerspannend. Also der ist so krass gefahren. Das Auto hat 1000 Fehlermeldungen angezeigt. Sind wir jetzt bei dem zweiten Food Market hier angekommen. Das ist so ein Food Night Market. Wir sind jetzt hier um 21.11 Uhr und es sieht noch sehr, sehr voll aus. Schon mal ein gutes Zeichen, weil hier ist super viel. Also mal schauen, was wir hier so Nices finden. Also der Markt scheint auf jeden Fall günstig zu sein. Mango Sticky Rice 30 Baht. Das ist bisher das günstigste, was wir gefunden haben. Oh, nice. Hier gibt es auch Curry für 20 Baht. Ja, okay, Daniel. Wenn du das haben möchtest, dann holen wir das. Nein, ich brauche was richtig Süßes. Aber das sieht cool aus. Das sieht süß aus, wie so ein kleiner Kuchen. Also das war anscheinend ein bisschen teurer, aber dafür sieht das lecker aus und ich habe ordentlich viele am Start, also können wir alles probieren.
habe eine Monster, riesengroße, wie heißt das? So Maiskolben bekommen. Ich guck mal, ob ich ihn rauskriege, weil er ist kochend heiß. Aber ist ja nicht perfekt und golden. So einen perfekten Maiskolben habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Nur leider gibt es keine Spices, kein Salz dazu, sondern Butter und Zucker, glaube ich. Er ist richtig lecker. Perfekt. Mmh. Das schmeckt ganz anders als bei uns. Also komplett, komplett anders. Darf ich mal probieren? Ich hab gar nichts abbekommen. Doch, aber der ist doch so heiß. Aber, ja, es ist kochend heiß, aber er schmeckt anders, ne? Ganz anders. Auf! Jetzt mit Salz und dann wär's perfekt. Vielleicht können wir das dann auch irgendwie organisieren. Also hier gibt's auch super viele Stände mit so frischen Sachen und sowas. Aber wir sind ja noch nicht so lange hier. Deswegen halten wir uns ein bisschen zurück mit so frischen Sachen. Oh mein Gott, Leute, wir testen jetzt erstmal diese Mini-Küchelein und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Als erstes probiere ich den mit Oreo. Und guck mal, hier unten ist echt so ein Schaumkuchen und obendrauf ist dann so eine Creme und Oreo. Und ich versuche das jetzt hier mal so rauszudrücken. Mit einer Hand essen ist halt unnormal schwer. Beißen wir da einfach rein. Mmh. Mmh. Nicht gut? Mmh. Echt nicht? Das ist so ein Schaumkuchen irgendwie. Oh mein Gott, Leute, ich liebe Dessert, deswegen, also, ihr müsst mich fragen, auf jeden Fall. Das schmeckt irgendwie seltsam. Das ist okay. Echt? Ja. Ja, ich finde das irgendwie richtig komisch. Die Konsistenz meinst du wahrscheinlich, die ist so ein bisschen so schaumig halt. Als würde ich so einen Schwamm essen. Das will ich am liebsten auch probieren, ey. Ihr könnt alle probieren. Ich habe 6 Stück davon gekauft. Ich glaube, das ist ja nicht. Aber du kannst hier was anderes essen. Ich weiß so ein bisschen. Das ist geil. Echt? Okay. Ich weiß ganz genau, wie das schmeckt. Das ist wie diese Zitronenrolle, dieser Teig. Ja. Biscuit Cake. Ja, so schmeckt das. Das ist echt gut. Aber sieht wirklich halt so wie so ein Schwamm aus, ne? Voll. Ist gut, oder? Ich weiß nicht, was Sophia hat, aber du sagst das schon ziemlich genau. Das ist halt so eine Rolle. Voll nice. Und ist nicht so süß. Voll geil. Sophia. Also, ich habe was für euch gekauft, Leute. Ich würde gerne das hier mal probieren. Ja, probier mal, Daniel. Ich will eigentlich nur wissen, was das hier drauf ist. Weil es sieht einfach nach nichts. Hey, was ist das? Cheddar. Der gute alte Cheddar. Also, es schmeckt haargenau wie der andere. Ich kann nur nicht deuten, was das da oben drauf sein soll. Probier mal. Es könnte auch sein, dass es total eklig ist und Daniel jetzt einfach nur wieder Sophia ist. Das wäre gut, das wäre richtig gut, Alter. Das schmeckt ein bisschen wie Butterkuchen, Mandeln. Butterkuchen. Aber wahrscheinlich machen die einmal so ein riesen Blech und dann wird er so ausgestanden drauf und dann gib ihm. Aber gute Idee. Finde ich auch. Martina auch noch eins zum Probieren. Oh, ich habe einen mit, sieht aus wie Marmelade. Ich weiß jetzt schon 10 von 10 für dich, ohne dass du es gegessen hast. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Ich feiere sowas unnormal. Das ist Marmelade. Fühlst du es? Er schmeckt nach Zucker, aber es ist geil. Ich feiere das. Nice. Also, muss ja auch nicht immer was für mich sein. Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Als nächstes testen wir den Mango Sticky Reis. Irgendwie haben wir auch für alles eine Tüte bekommen, Leute. Die sind so schnell einfach. Man muss da echt direkt Nein sagen. Und hier ist einfach so ein aufgeblasener Beutel. Die haben ja auch so eine besondere Knotentechnik. Die haben Martin und ich letztes Jahr schon kennengelernt. Also das muss man erstmal aufbekommen. Und hier ist jetzt der Mango Sticky Rice für umgerechnet einen Euro. Und das freut mich auf jeden Fall, weil wir haben auch schon 5 hierfür bezahlt. Die Preise variieren so krass, je nachdem wo man ist. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Das war unerwartet. Alles gut, nichts passiert. Normalerweise schmeckt das auch so minimal salzig. Auf jeden Fall hier in Bangkok der beste, glaube ich. Weil es auch einfach günstig war. Der Preis macht's. Auch sehr lecker. Aber ich glaube, die haben den Kern hier drin gelassen. Das ist natürlich tricky. So, Sophia füttert mich ja so gerne, deshalb. Ach so, mit dem Löffel. Wir haben den da hingeschmiert. Ja, ich weiß ja nicht, dass du dich plötzlich drehst. Kannst du das bitte lassen? Nur da selber. Aber die Mango ist wirklich die geilste, die wir bisher hatten. Das war's auf jeden Fall erstmal mit den Food Markets. Wir sind inzwischen auf Koh Phi Phi angekommen. Daniel, was fandest du denn am besten? Ich bin nur froh, dass ich die Mehlwürmer nicht essen musste. Ich habe gesagt, Skorpione würde ich probieren, aber gab's leider nicht. Oh nein. Wir finden vielleicht noch welche. Dann seht ihr das auf jeden Fall in einem anderen Video. Wir haben auch keine Lebensmittelvergiftung bekommen, aber passt
auf jeden Fall so ein bisschen auf, was ihr bei solchen Märkten isst. Wir haben ja auch so geschaut, wie das immer aussieht und so. Man muss hier leider immer ein bisschen gucken. Die stehen hier zum Beispiel auf diese Halbrohe Eier, aber das Klima ist nicht perfekt für Halbrohe Eier. Vorsichtig ist geboten. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und Daniels Kanal und schaut doch gerne bei Madeline und Dodo vorbei. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. See you later. Tschüss.